Aber du hast dann rausgefunden, dass das nicht klappt. Was extrem ärgerlich ist. Dann müssten wir halt noch mal in die Server-Einstellung gehen, wahrscheinlich. Oh. Vor allem interessant wäre das für immer brennendes Netherrack und so. Das funktioniert ja. Das Also geht? Feuer setzen kann ich ja. Ach so. Das ist ja kein Problem. Es breitet sich halt nur nicht aus. Ah, verstehe. Schon interessant, was wir hier freilegen, hier mit Sandstein und Dings hier, ne? Dieser Dungeon drunter. Regnet es draußen gerade wieder? Nö. Doch, hier schon. Will? Bei mir nicht. Meint ihr jetzt in echt oder in Minecraft? Minecraft. Ach, Weil da ich ist die auch spiele. Regengrenze. Wie geil ist das denn? Ich grab hier direkt an der Regengrenze. Oh, jetzt breitet das sich aus. Boah, dann bohren wir uns doch mal eins mehr, oder? Was meint ihr? Macht das. Hammerlust, das ist hammerlustig hier. Mit dem Regen. Oh, guck mal, ein totes Schaf. Warum ist es tot? Es hat Selbstmord begangen. Deine Waffe gelaufen, ne? Ja, mehrfach. Schafe. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Hör, was machst du? Wo gräbst du? Ach, du wolltest mich weggraben? Ich? Nein, niemand. Nein, jetzt bin ich auch noch reingefallen, ey. Na, auf. Okay. Also wie ungefähr bei meinem allerersten Spiel, ne, wo ich da so rumstehe, harmlos in der Gegend und wundere mich, warum es immer tiefer geht. Verdammt, wir werden uns beide hier weggraben. Ah! Shit. Bis einer weint hier. Ah, hier ist Du Parkour. meinst, das war das Wasser. Du bist nicht drin im Wasser, schade. Also das ist hier echt ergiebig, muss ich sagen, an der Stelle. Also zumindest gibt es hier viel Kohle inne und Eisen auch. Aber der Sandstein geht mir natürlich aus. Ja, wir fahren hier gerade Sand. Ich denke, da werden wir auch mehr bei raus haben nachher, als wir brauchen. Und dann kannst du den Rest Immer ja haben. dann. Meinst du, wir werden nicht genügend kriegen? Doch, Kommt auf bestimmt unsere Motivation jetzt drauf an. irgendwie. Ach so, stupides Abbauen kann ich mal so ein paar Schaufeln lang betreiben, so ist es nicht. Okay, wenn du es sehen könntest hier. So schöner Raubbau. Ja. Falls es auf Wir harmlose können ja Steine so abbauen, geklopfte, dass ne? das in der Welt draufsteht, Orki war es oder so. Das ist eine geile Idee. Das machen wir. Ich bitte drum.
Aha. Und schon wieder eine Schaufel. Ja, die gehen hier schnell durch. Wie viel Sandstein hast du mittlerweile? Drei volle Stacks und so sechs einzelne. Ja, Dito. Sand oder Sandstein? Sandstein. Aber für Sandstein musst du ja immer einen Ticken tiefer, ne? Nee, wir bauen Sand wir ab bauen und verfügen den dann zu Sandstein zusammen. Ach so. Du sagst, baue ich mir den Sandstein ab, der hier ist. Und immer schön brav auf dem Klotz stehen, den du abbaust. Heißt ich ja gut. Das hättest du den Fehler noch nie gemacht. Nein, habe ich nie. Ja, nie. Ja, ist klar. Ich bin auch noch nie in Lava gefallen, bin da verbrannt drin. Ja, ist klar. Du bist auch noch nie von zu hohen Orten runtergesprungen, aus Versehen. War auch noch nie passiert. Ich bin noch nicht mal mehr verhungert. Das ist mir auch noch nie passiert. Aber der Kathedralenbau ist echt großartig, weil es ist kein Todesfall dabei passiert. Okay. Na gut, muss man halt vorsichtig sein, ne? Ich bin natürlich auch nie ertrunken, als ich meine Unterwassergeschichte gebaut habe, ne? Möchte auch selbstverständlich. Das ist also nicht einmal, kein zweimal, auch keine drei oder viermal. Lilalu, bliblablu. Ja, es ist schon also fast meditativ hier. Ja, ich würde sagen, wir müssen gehen wir zurück, oder? Ja, ich will mal eben kurz diese eine Lage hier abbauen. Oh nein, ich bin so klug. Was passiert? Ich habe aus Versehen Shift gedrückt, als ich die Schaufeln gebaut habe. Und das habe ich im Inventar voller Schaufeln. Das ist mir... Als wir die erste Mine gebaut haben, unten hin, da brauchten wir auch Schaufeln. Und ich hatte irgendwie Stein, Cobblestone, irgendwie 64 Stück oben drin liegen. Und unten hatte ich irgendwie einen vollen Stack Stöckchen gemacht. Weißt du, weil wenn man eh schon gerade was bauen muss, dann kann man ja auch einfach alles reinlegen. Ist ja kein Thema. Und da habe ich genau das gemacht, was du gemacht hast. Und wir hatten original eine komplette Kiste voller Schaufeln. Oh. Aber das war auch sehr clever von mir. Also in dieser Wüste haben wir jetzt eine halbe Kiste Schaufeln. Du, und dann haben wir den Großteil davon vernichtet
Und dann musste ich unten die ganze Erde weggraben unter Wasser und habe mich dann doch sehr geärgert, dass wir die vernichtet haben. Weil da wären sie dann wieder Oh. praktisch gewesen. Also nicht wegmachen. Verdammte Axt. Hä? Ja. Habe hier ein bisschen was weggegraben und darunter war so ein Stückchen, aber auch nur ein ganz kleines Stückchen Wasser. Ja, ich denke mal, zurück ist eine gute Idee, oder? Gerade mal. Ja, das sieht gut aus. Ich denke, es muss reichen, oder? Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks und einen Elfer. Bin gerade noch dabei. Einen Sandstein brauche ich noch, damit das die gerade Anzahl ist hier. Warte, dann komme ich auch in eure Richtung. Also dann lass uns doch mal. Ich war auf zwei Futterdings runter, ohne das zu merken. Es passiert so oft, dann kriegst du irgendwo Schaden und denkst so, hä, was greift mich denn an? Das ist mir in meiner Singleplayer-Welt passiert. Da habe ich auch irgendwie kein Essen gefunden. Dann wurde es Nacht irgendwie und dann fing ich an zu verhungern. Und das geht ja bis auf ein halbes Herz oder so runter. Nur dann traust du dich nachts nicht mehr raus. Weil das nächste, was passiert, ist, dass sich irgendein Monster auch nur schief anguckt und bupp, bist du tot. Blöden Skelettbogenschützen, die laufen auch bei ne Regen nachts draußen Jupp. rum, ne? Jupp. Bei Regen läuft eigentlich alles rum, außer Enderman. Die mögen Pitschpatsch nicht. Hä, wo bist denn du? Ach, da. Habe die Spinne, die in deinem Rücken war, erledigt. Ja, ich hatte irgendwas zwischengehört und dachte mir, nee, geht's jetzt weiter eben schnell? Passt schon. Nee, warte mal, da lang müssen wir. Aber Ponna will ja demnächst noch mal einen Tunnel zu mir rübergraben. Ja, hat er gesagt, weil oberirdisch kann er nicht. Ich frage mich, wie er das mit seiner Frau macht. Na, nee, egal. Da wir aufzeichnen, möchte ich mich dazu nicht äußern. Ich möchte auch gar nicht wissen, dass du es weißt. Furchtbar. Wieso ist das noch nicht despawned hier? Oh, da hat jemand in die Hässliche Erde. Kirche gekotzt. Das geht ja gar nicht hier. Hier irgendwo noch was essen. Ich verhungere gerade. Du, im Lagerhaus ist elendig viel. Sag mal, hattest du nicht bei deinem Haus so einen Stall voller Schweine? Ja. Ja. Hätte ich mal schlachten müssen, ne? Die Viecher. Macht Sinn. Habe jetzt auch neben den Schweinen auch noch hier. Habt ihr eigentlich gesehen, dass ich auf dem Weg zur Kathedrale jetzt die automatische Türöffnung eingebaut habe? Ja, gesehen. Bin echt ein bisschen faul, glaube ich. Überall schön. Ah. Schon so ein bisschen unheimlich, das Teil. Halt und Regen. Ich bin auch so eine Nase. Ich weiß ganz genau, dass man bauen kann, indem man einfach die Maustaste gedrückt hält. Nein, ich muss natürlich im Einzelklicken.